So, die erste Mission haben wir durch. Wir werden jetzt hier in der Wald reingehen. Unsere nächste Hauptmission. Ziele, rette Memory, finde den Steinbruch, wertvolle Daten, überlebe. Belohnung, Memory, SU, Sägewerk. Also Sägewerk, denke ich mal, wird dann ein neuer Ort für uns. Aber was dieses SU hier sein soll... gute Frage. Wähle deine Helden aus. Also ihr seht ja, was hier noch am Platz ist. Also ich denke mal, da können 1, 2, 3, 4... Na, sagen wir mal, das sind 4 Helden. Boah, dann können ja einiges an Spielern hier kommen. Wie bringe ich den hier rüber? Achso, Doppelklick. Okay, also wie gesagt, wir haben jetzt momentan nur ihn. Rette Memory. Na, das wird dann der ihre Tochter sein. Weil jetzt hier steht Sägewerk, also die Map. Und als Belohnung Sägewerk. Komme ich jetzt nicht so ganz dahinter, was das sein soll. Das Spiel erinnert mich ein bisschen an Generation Zero, nur als Strategiespiel. Ja, schaut euch mal das an, das sind die Videos auch ohne Ton. Und das ist, was ich am Anfang schon gesagt habe. Wirklich sehr, sehr schade. Bingo, ich war schon immer ein guter Pfadfinder. Sie scheint sich vor diesem Welpen zu verstecken. Den schalte ich am besten aus und gebe ihr Werkzeug. So, hier haben wir ja unsere Aufstellphase. 3 Felder. Also das hätte man uns eigentlich ersparen können. Ja, ich denke, ich werde von hier drüben kommen. Warte mal, einige Fähigkeiten... Wo kann der Hund weit laufen? Einige Fähigkeiten deiner Helden ermöglichen es dir, dein Deck zu manipulieren. Klicke auf die quadratischen Schaltflächen unten rechts, um sie zu verwenden. Bewege den Mauszeiger über sie, um zu sehen, was sie tun. Wähle eine Karte in deiner Hand aus und ersetze sie durch ein Feld Bewegung, durch ein Feld Bewegungskarte. Wähle eine Karte in deiner Hand aus und ersetze sie durch eine Nahkampfkarte. Ach so, da können wir tauschen, ne? Nicht schlecht. Füge jedem in einem Feldradius 2 Felder entfernten 2 Schaden zu. Also wir könnten... Doch, den Hund kriegen wir weg. Pistole und zweimal Eispickel. Hau drauf. So, einmal noch. Jetzt ist Hundi weg. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier bekommen wir Energie. Warte mal, was ist das hier? Gehört das zum Angriff? Kann ich jetzt schlecht sagen. Schaut so aus. Also jetzt nehmen... Ach, da drüben ist noch ein Hund. Da ist wieder einer von den Großen. Jetzt nehmen wir erstmal die Energie hier mit. So, jetzt jeder 4 von 3. Ich finde aber trotzdem, dass es noch verdammt laut ist. Ah, Moment mal, da wacht er auf. Jetzt warte mal, jetzt gehen wir aber lieber erstmal außen rum, dass wir erstmal sie hier bekommen, bevor der hier aufwacht. Wer bist du und warum hast du mein Zeug? Ich helfe dir gerne weiter. Das ist keine Antwort. Woher hast du die her? Hey, komm mal runter. Mann, deine Mutter hatte recht damit, dass du mit anderen nicht auskommst. Mama? Sue hat das gesagt? Ach so, Sue ist die Mama. Hat sie dich geschickt, um mich auszuspionieren? Wer bist du überhaupt? Hunter ist mein Name. Komm schon, lass uns zurückgehen. Danke, aber nein, danke. Ich gehe, wenn ich gehen will. Lass mich das hier fertig machen, okay? Tschüss. Was ist denn hier da so wichtig?
Ich habe ein Datenkabel gefunden, das Befehle an Roboter-KI-Netzwerke in der Umgebung sendet. Das können wir analysieren, um Verhaltensmuster der Haupt-KI zu identifizieren. Könnt ihr für uns entscheidend sein, also für Sue und mich. Ich bin mir nicht sicher, warum ich dir das überhaupt erzähle. Ich habe deiner Mom, Sue, versprochen, dich zurückzubringen. Kann dich nicht zwingen, aber du kannst mich nicht davon abhalten, dir zu helfen. Ich hoffe wirklich, dass diese Zwischensequenzen hier irgendwann nochmal soundlich eingespielt werden. Okay, der wacht jetzt hier. Ah, jetzt haben wir keine Bewegungspunkte mehr. Aber sie. Jetzt war da mal, rette Memory, das haben wir. Halte Hand am Memory am Leben. Erreiche das angegebene Feld am Eingang des Steinbruchs. Erreiche das angegebene Feld im Sägewerk, um den Ursprung des Datenstroms zu ermitteln. Ah, hier kriegen wir Gesundheit. Plus eine Karte, minus ein Leben. Warte mal, was ist das hier? Also müsste das hier der Steinbruch sein. Ich denke. Okay. Dann gehen wir mit ihr jetzt einfach mal hier hin. Ach so, ein Fernkampfschaden ist es hier. Wirf deine gesamte Hand ab und zieh Karten in dem abgeworfenen Betrag entsprechend. Systemschock. Ah, das bringt uns nicht. Da sind wir ein bisschen zu weit weg. Machen wir es mal so. Boah, was hat denn die für eine Fähigkeit hier? Energieüberlastung. Nahkampf, Zone 1. Doch was? Ablegen ausgelöst alle folgenden Effekte. Okay, jetzt haben wir eigentlich 4. Was haben wir hier? System entwaffnen. Okay, da haben wir hier die Angriffskarten von einem Gegner. Achso, wir haben keine Energie mehr. Jetzt war da mal einer. Werden wir mit ihr aber erstmal zurückgehen. Wie gesagt, die müssen ja am Leben bleiben. Oh, der ist nämlich noch ein Hund auch. Putz, putz, putz. Komm her zu mir. Ah, shit. Ich wollte die Karte drehen. Die falsche Taste. Okay, das haben wir natürlich jetzt schon versemmelt. Also, wir machen jetzt einfach mal... Ich denke mal, dass der mich angreifen wird. Warte mal, wir könnten jetzt wirklich mal die Glamour aufstellen. Das würde mich mal interessieren. Stellen wir hier hin. Bin ja mal gespannt, ob die Gegner das sehen. Oh ne, das ist blöd. Warte mal, kann ich die Karte zurücknehmen? Abbrechen. Weil nicht, dass die jetzt hier meine Claymore hier zerstört. Jetzt könnten wir aber trotzdem... Ah, das bringt mir nichts. Machen wir's. So. Ne. Okay. Nicht gut, nicht gut. Ach scheiße, der Dreifeld entfernt ist.
war dann mal Ziel, bewege einen Gegner in eine Reichweite von 3 für 2 Felder. Machen wir das. Genau. Bringen wir den wieder nach hinten. Ne? Mit ihr müssen wir nochmal abhauen. Nicht, dass nämlich jetzt Hundi zu uns hier kommt. Ich will ja eigentlich, dass der in diese Glamour hier reinläuft. Macht er aber nicht. Natürlich haben wir auch keinen Fernangriff hier. So, jetzt hat er die 2 Schaden. Scheiße, wir haben keinen Fernangriff. Nur die Verbesserung. Ich glaube, wir werden die aber jetzt trotzdem mal nehmen, weil mich interessiert, ob das jetzt für den ganzen Kampf ist oder nur für einmal. Okay, das ist jetzt für wie lange? Und das einmal. Okay, da können wir uns die Energie holen. Da haben wir Lähmen, Energieüberlastung, Systemneustart. Das könnten wir jetzt eigentlich mal machen. Okay, da haben wir diesen Systemschock einmal. Ja, die hat jetzt auch nicht allzu gute Karten hier, die gute. Die 3 wegwerfen, 2. Okay, schade, jetzt fehlt uns natürlich diese Energie. Und 2 wegwerfen. Warum läuft jetzt dieser Hund hier nicht in diese Claymore rein? Ja, ja, weiter, weiter. Oh, yes. Dann läuft halt er rein. In Rage versetzen. Erhöht den Schaden aller Nahkampfangriffe den Rest des Zuges um 1. Bewege dich 2 Felder in eine beliebige Richtung. Greift einen Gegner in einem benachbarten Feld an, um 2 Schaden zu verursachen. Kostet aber gleich 2 Energie. Dir. So, der ist weg. Nehmen wir das hier. Okay, da haben wir... Jetzt machen wir das da. Stürmen. Das macht mir gar nichts. Jetzt werden wir das mit ihr machen. Warte mal, Systemschock haben wir. Dann ist wenigstens der Hund auch weg. Okay, also die ersten Gegner haben wir zerlegt. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Bis hier. Ah, jetzt seht ihr mal, dieser Fernangriff ist auch immer nur für eine Runde. Was haben wir jetzt noch? 2 große und 2 Hunde. Na, jetzt bin ich natürlich beim Überlegen. Wir brauchen jetzt eigentlich noch keine Gesundheit. Uns geht es momentan noch gut. Ich glaube, wir werden erst den nächsten Kampf hier noch machen. Und wenn wir dann was verlieren sollten, werden wir hier hingehen. Warte mal, hier werden sie alarmiert. Das machen wir jetzt auch.
Oh, da ist eine Kiste. Ah, Moment, da ist ja ein Hund. Claymore. Werden wir jetzt mal ausspielen. Dann werden wir unsere Relaxe nehmen. Und das können wir lassen. Jetzt werden wir mit ihr aber trotzdem hier hinten entlang ziehen. Machen wir auch. Wir wollen ja nicht alle auf einem Feld hier haben. So, jetzt nimmst du mal hier den Fernangriff. Plus 1. Ja, wir kommen natürlich an diesen... Da haben wir das System entwaffnen. Es bringt mir auch nichts. Wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Könnte man aber trotzdem die hier wegtun. Ah. Bewegung plus 1. So, und jetzt können wir den Hund angreifen. Und 2 haben wir noch. Und dann entwaffnen wir den. Perfekt. Zug beenden. Bin ich mal gespannt, ob der hier reinläuft. Bitte, 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 bitte. Da rein, da rein, da rein. Warum gehst du nicht in diese scheiß Claymore? Und jetzt frage ich mich halt, wenn ich da reinlaufe. Jetzt bestimmt hochgehen, oder? Warte mal, was ist hier? Bewege dich 2 Felder in eine beliebige Richtung. Greift einen Gegner in einem benachbarten Feld an, um 2 Schaden zu verursachen. Gehen wir erstmal da neben die Kiste. Was mal, Durchschlagsangriff. Fügt allen Gegnern in einer Linie 2 Schaden zu. Wenn du von einem Nahkampfangriff getroffen wirst, füge dem Angreifer den gleichen Schaden zu. Ah, das werden wir spielen. Perfekt. Okay, nur in einer Richtung laufen, dann bringt uns das hier eigentlich überhaupt nichts. So, wenn wir uns vom Gegner entfernen, kommt das hier mit einer verlorenen Karte. Haben wir unsere Hassenbombe, die wir eigentlich so eh nicht verwenden wollen. Okay. Jetzt müssen wir den mit ihr aber zerlegen. Perfekt, der ist auch weg. Wo werden die alarmiert? Ab hier. Ah, wir hätten bis hier auf jeden Fall Ruhe. Oh, da sind sogar beide drin. Shit. Das können wir aber natürlich nicht angreifen. Tja, das ist natürlich jetzt blöd. Was machen wir? Wir hätten von hier hingehen müssen. Machen wir auch. Gehen wir jetzt nochmal hier rum. Okay, es werden beide geweckt.
Da haben wir Lähmen. Eigener Neustart. Energie. Ja, die hat nicht allzu gute Karten, finde ich. Da haben wir Systemschock. Den werden wir gleich nehmen. Immer neue Karten. Systemschock. Halt. Nein. Achso, nein. Ich muss erst welche ablegen. Shit. Das war falsch. Warte mal, zwei Stück. So. Natürlich die Frage, könnte ich jetzt diese Claymore wieder aufnehmen? Ja, der kommt in Richtung zu mir. Da müsste. Ah, Leck, der kommt sogar zu mir. Ganz nah. Müsste ich jetzt hier hinter die Claymore laufen? Sicher, ich krieg da, wenn ich da reinlaufe, selber eine drauf. Bestimmt. So, ist natürlich blöd, weil ich jetzt hier überhaupt. Oder mal. Okay, da haben wir nur den einen Schaden. Jetzt machen wir einfach mal Scharfschütze. Okay. Und werden hier ihn entwaffnen. Ah, zum Energieabzapfen haben wir nichts mehr. Das sind die Herzen dann auf jeden Fall gut für uns. Der kommt nicht. Wieso kommst du nicht zu meiner Claymore? Aber wir könnten bei dem angreifen. Ein Schaden ist recht wenig. Okay. Jetzt warte mal, jetzt ziehen wir den zu uns. Dann können wir hier mit dem nochmal draufhauen, dann ist er ja weg. Perfekt. Doppelte Bewegung. Bewegung 3. Doppelte Bewegung einmalig. Ich glaube, wir nehmen das hier. Mit unserem Systemschock hier angreifen. Achso, Moment mal, der kommt gar nicht hin. Okay, also wenn wir bei unsere Claymore gehen, passiert nichts. Gott sei Dank, da habe ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Und hier haben wir Fernkampf. Na? Wieso kann ich die nicht nehmen? Die kostet doch keine Energie für uns. Ach so, sorry, das geht ja nur auf ein Feld bei mir, deswegen.
gucken, ob wir jetzt hinter ihnen hinkommen. Da rein oder dahin. Nehmen das Ausweichen, nehmen Gegenschlag und Eispickel. Das war's eh. Systemschock. Nehmen wir seine Energie weg. Okay, jetzt haben wir halt nur die Bewegung gelähmt von ihm. Dann haben wir hier noch Nahkampfzone. Genau, das ist sehr gut. Dem konnten wir ausweichen. Hunters Zorn, jetzt weiß ich nicht. Wir müssen aber, glaube ich, laufen, wenn wir... Genau, wir müssen laufen. Also ihr seht schon, bei manchen Karten müsst ihr euch bewegen, damit ihr angreifen könnt. Dann haben wir hier die Granate. Die schmeißt... Oh, leck, da treffen wir sie. Ah, das ist blöd. Nehmen wir hier. Ausweichen. Warte mal, wir hätten ja noch eine Nahkampfkarte. Schlagen. Einmal. So, und jetzt haben wir keine Energie mehr. Bewegung auf 1. Warte mal. So, dann sind wir von dem schon mal weg. Und jetzt zerlegen wir ja eh. Ziel bewegen. Also das ist wieder rückwärts. Selbstheilen einmalig. Achso, einmal in jeder Mission. Dann nehmen wir lieber das hier. Und werden die Herzen noch nicht holen, weil sie hat ja erstmal nur eine Gesundheit verloren. Dann geht's ja. Achso, wir müssen ja da rein. Jetzt warte mal, gehen wir gleich da rein. Wir holen erstmal Gesundheit. Dann werden wir erstmal hier reingucken. Ich weiß ja nicht hier. Ich will jetzt auf jeden Fall noch nicht in den Steinbruch. So, hier haben wir Hundi. Und wo ist der Große? Ach so, wir haben nur noch einen Hund. Stimmt, die zwei Großen waren da drin. Was ist denn mit mir los? Und das können wir nur einmal pro Kampf verwenden. So, sind wir immer noch zu weit weg. Da haben wir eine Karte. Ah, wir haben keine Bewegung. Warte mal, dann nehmen wir gleich mal noch eine Bewegung. Ach shit, das geht ja nicht. Wir brauchen drei Felder. Oh. Jetzt warte mal, dann nehmen wir hier unsere Reflexe. Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Wir können jetzt zwar schon die Bewegung nehmen. Nehmen wir auch, gehen hier zur Kiste. Schauen uns mal an, was wir hier bekommen. Die haben wir schon. Nahkampf.
Ja, nehmen wir Nahkampf dazu. So, jetzt schauen wir mal, was das hier wird. Das ist es, die Datenquelle. Ich bin so ein Glückspilz. Okay, das haben wir auch. Aber das müsste jetzt schon sein, oder? Weil das ist ja durchgestrichen. Aber es leuchtet halt immer noch gelb. Müsste aber sein, oder? Hey, was haben wir jetzt alles? Schaden. Okay, jetzt konnte man es gar nicht mehr sehen. Jetzt warte mal, wir werden... Hoffentlich nimmt er mir jetzt die Glamour nicht weg. Weil 5 Schaden wäre schon gut. So, wir haben noch... Ah, jetzt können wir nicht angreifen hier. Und Energie haben wir auch keine mehr. Da nehmen wir uns mal die Gesundheit mit. Der Hund muss ja hier vorbei. Komm. Der bewegt sich aber nicht. Aha. Was? Die macht gar keinen Schaden. Boah, da muss ich mir die Hasenbombe nochmal anschauen. Na, hier ist er natürlich blöd. Jetzt, wenn wir... mal hier hinten rumgehen. Komm, geh hier in die Glamour rein. Perfekt. Boah, aber jede Menge Schaden. Wir haben jetzt hier... Warte mal. Gesundheit haben wir hier nichts mehr. Das ist geblockt. Sieh mal einer an. Ein Steinbruch. Möglicherweise gibt es einige funktionierende Elektroteile und jede Menge Sprit. Ich schaue da später mal nach. Was hat das ganze Babysitten jetzt gebracht? Ich hätte das auch alleine geschafft. Naja, ich denke, deine Mutter war besorgt. Da einige Roboter in eurem Versteck waren, dachte sie wahrscheinlich, dass es... Was? Hat sie? Du warst da? Ja, sie ist wohl auf. Gut, dass du dieses Kabel gefunden hast. So könnt ihr die Angriffe vielleicht vermeiden. Jetzt aber los. Sie ist nicht meine Mutter, weißt du? Für mich hat sie sich wie eine benommen. Hm. Nur damit es keine Verwirrung gibt. Bist du nicht mein Vater? Mission completed. Gratis Sägewerk. Dann haben wir hier die zwei Helden. Ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass die jetzt da mitspielen können. Also sie bestimmt, aber die Mutter... Hm. Jetzt wie viel Schrott haben wir vorher? 185. Müssen wir mal schauen, ob wir da jetzt irgendwas bekommen haben. Das ist richtig. Es ist eine Horde auf dem Weg. Ich bin so froh, dass ich dich habe, Walker. Sieht besser aus als je zuvor, Kumpel. Lass uns eine Runde drehen. So, da haben wir noch nichts. Gehen wir schnell in die Schlafräume. Ja, wir haben sogar jede Menge bekommen. Boah. Ja, das machen wir jetzt mal voll.
Und hier können wir ja nichts weiter machen. Ja, wir können wirklich alle drei spielen. Okay, da haben wir ein, warte mal, wie viel Gesundheit hat er? 12. Oh, die hat nur 8. Da müssen wir verhöllisch aufpassen. Okay, sie hat 3 Fertigkeitspunkte. Steuerung. Wenn du zum ersten Mal in einer Runde einen Debuff-Effekt auf einen Gegner ausübst, ziehe eine Karte. Ziehe jede Runde... Oh, eine zusätzliche Karte. Erhalte zu Beginn deines Zuges eine zusätzliche Energie. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich glaube, ich würde... Ich nehme die Karte. Und was haben wir bei der Mom? Die hat 10 Gesundheit. Wenn du einen Gegenstand einsetzt, ziehe eine Karte. Wenn ein Gegner deine Kontrollzone verlässt, erhalte eine Energie und einen Ausdauerpunkt. Wenn du mehr als einen Gegner mit derselben Karte triffst, erhältst du 2 Energie. Ich würde das hier nehmen. Boah, der ist ja ein Riese hier im Gegensatz zu den anderen. Also, unsere Leute haben wir alle aufgerüstet. Fähigkeitspunkte haben wir noch keine bekommen. Jetzt schauen wir mal schnell rein. Zwecks der Mission. Wie ist es mit diesen Karten überhaupt gemeint? Müssten wir jetzt schon wieder der Wald spielen? Schaut so aus. Das ist komisch, weil sie auch gesagt hat, lass uns eine Runde drehen. Aber wir können ja gar nicht woanders dahin gehen. Also ich denke, wir werden in der nächsten Runde wieder in den Wald gehen. Achso, vielleicht wegen der Sue, dass die hier mitkommt, zwecks dem Steinbruch. Werden wir sehen, alles in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's es gut, tschüss.